Pegel so hoch schiebt, dass 5 Kilometer weiter noch die Erde zittert und man sich nicht mal in einem Raum gegen euren Lärm schützen kann, weil die Wände brummen, dann hat das nichts mit Party und mit Feiern und mit Freak sein oder Hippie oder Techno zu tun. Das Geräuschfolter, was ihr tut, ist Körperverletzung. Ich sitze hier in der Pampa, 5 Kilometer vom nächsten Ort weg, ja, weil ich geräuschempfindlich bin und nicht schlafen kann, wenn überall Lärm ist. Und da müssen sich irgendwelche Arschlöcher mitten in die Pampa, in die Wildnis, in die unberührte Natur setzen und mit ihrer Techno-Scheiße so einen Lärm veranstalten, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen kann. Leute, ich sag euch, das hat nichts mit Party zu tun. Das ist asozial. Einfach nur asozial. Habt ihr eigentlich nur alle Tassen im Schrank, euch mit so einem Lärm zu beschallen? Das ist hier unangenehm. Ich weiß nicht, wie ihr morgens noch in den Spiegel gucken könnt. Echt. Ja, ich kann euch sagen, Leute, ihr erzeugt so einen Hass und so eine abartige Vibration für eure Feier. Da kommt nichts Gutes bei rum. Ich kann euch versprechen. So Leute wie euch braucht die Welt nicht.